einen Nazi-Hintergrund rekonstruieren. Da sehen vier Augen mehr als zwei. Welche Augen schauen aber von außen? Und wann wird außen überhaupt sein? Großväterchen. Das klingt eigentlich liebevoll. Aber so hätte ich meinen Großvater nie genannt. Er verkörperte eine verwandtschaftliche Verpflichtung oder gar eine etwas verkniffene Bemühung darum. Seinen Töchtern zufolge ging alles schlechter der NS-Zeit vorbei an der Familie. Keine Soldaten, auch sonst keine Involvierten. Eine Bombe fiel in den Garten. Das war es dann auch schon. Wie durch ein Wunder kamen sie ohne moralische Prüfung oder gar Schuld durch diese Zeit. Ganz anders bei mir. Mit 15 oder 16 meldete mein Vater sich zur Ostfront. 3 Jahre später wurde er verwundet aus Danzig evakuiert. Ein Fremder half ihm, seine Wehrmachtsuniform zu verbrennen, und ein ArbeiterInnenpaar nahm ihn bei sich zu Hause an Sohnesstadt auf. Als ich 10 war, fand ich ein rassistisches Buch in seiner Werkstatt, das war von 1937. Ich las es. Und danach haben wir zusammen zugeschaut, wie es im Ofen verbrannt ist. Ich wollte wissen, ob er dabei war bei der Verbrennung von jüdischen Dörfern, jüdischen Anwesen. Mein Vater hat gesagt, da ist ein Brief und den bekommst du, wenn ich nicht mehr bin. Auf meine zugegeben seltenen Fragen führten alle Familienerzählungen immer aufs Neue zur alles vereinnahmten Figur des Großvaters. In meiner Vorstellung schwebte der Patriarch im gediegenen Anzug über den Wipfeln seines großzügigen Anwesens. In seinem Schatten rannte ich durch die verwunschenen Lichtungen, über den nie benutzten Tennisplatz, über den Grillplatz mit Pergola, auf den die Geschäftspartner gebeten wurden, vorbei am Schäferhunderzwinger zum Hexenhaus mit der alleinstehenden Tante. Man ging nicht rein, das machte man einfach nicht. Und im gedämpften Ton erzählten sich die Tanten auf der Terrasse von deren Mann, der nicht aus dem Krieg zurückgekehrt war, mit vielsagenden Blicken. Und dann hoben sich die Stimmen zu einem Toast auf das strahlende Familienunternehmen, das mein Großvater in Paris gegründet hatte, 1938, ein Schmuckgroßhandel. Erst sehr viel später fiel mir auf, dass in diesem Jahr auch die Novemberpogrome gewesen waren. Und danach gab es dann sehr viel Gold, das sogenannte Judengold, NS-Raubgut. Der Krieg brach aus und Großvater stellte seinen Besitz in Paris unter und nahm eine Arbeit in Berlin an. In der Wilhelmstraße, erzählte meine Mutter nicht ohne Stolz. Naja, im Reichsluftfahrtministerium, erzählte mein Cousin ergänzend. Und wohl eher nicht als Pförtner, oder? Hanoi, die Tanten legten ihren Kopf schief. Bei seinen Französisch, Englisch und Portugiesisch Kenntnissen war er doch wohl eher Übersetzer. Was er übersetzt hat, haben sich das die Töchter je gefragt? Alles, was sie wissen, ist, dass niemand von seinem Aufenthaltsort wissen durfte. Niemand durfte wissen, was er genau machte. Seine Familie auch nicht. Strengste Geheimhaltung, auch noch lange nach dem Krieg. Und mehr hatten sie wohl nie wissen wollen. Das haben sie gesagt. Meine Mutter hat nicht viel gesagt. Nie. Das machen die Benzos. Ihre polnisch-jüdischen Gerichte hat mein Vater immer mit richtig großem Appetit verspeist. Und danach kam der Schnaps aus der nie versiegenden Flasche. Meine Zunge wird schwer. Ich schmecke einen unaussprechlichen Belag, auf dem wachsen wilde Spekulationen. Über meine Seidenkranzverwandten, die auf den alten Schwarz-Weiß-Bildern die schönen Mädchen mit den lockigen Haaren, die sie versteckt haben, vom Heiratsvermittler. Ja, und das Erstaunlichste, bereits kurz nach dem Kriegsende verkehrte mein Großvater mit französischen Alliierten. Mit den Rangungen konnte er immer witzeln, mein Cousin und ich. Allen ging es weiter gut, den Töchtern mit ihren Eigentumswohnungen, dem Sohn mit dem geerbten Anwesen.
Der Schmuckhandel lief gut. Mein Cousin und ich wuchsen heran und nervten schließlich dann mit diesen Fragen. Dann kam die Insolvenz, ein Goldraub raubte uns zusätzlich dann noch einiges und zu guter Letzt wollte die Stadt das großväterliche Anwesen. Ja, und bald wird dort jetzt gesprengt, gebaggert und betoniert zur Entlastung der City. Gemeint ist allerdings eine Umgehungsstraße. Sie verstehen?